Ja, und wie gesagt, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, auf Twitch. Und herzliche Grüße auch an YouTube, da wird es auch live übertragen. Ich bin euer Karl LP und herzlich willkommen hier bei mir. Wir spielen heute eine Runde Fallout 76 und ja, genau, wir müssen jetzt hier weiter lang und oh, Briefkasten. Nichts drinne, wie unerwartet. Wieso ist das Tier jetzt hier einfach gestorben? Keine Ahnung, aber nicht schön. Unsere ersten Kronkorken, geil! Ach Quatsch, hier, genau. Okay, ja. Oh, hier hat einer seine Base. Sehr schön. Mit einem fetten Generator. Ist auch mal was Schönes. Also wenn ich mich nicht irre, waren beim ersten Mal auch immer Ghule hier. Aber kann gut sein, dass die auch schon tot sind. Auf der Logbuch. Südlich von Ort 76. Ich wusste, das würde nicht das Appalachia sein, das ich kannte. Aber mutierte Tiere? Durchgedrehte Bots? Und bislang keine Menschen. Wir müssen darauf gefasst sein, den Wiederaufbau in, wie ich es sehe, feindlichem Gebiet durchzuführen. Zum Glück war Vortec vorbereitet. Sehen Sie das? Die Kochstation? Die Lagerkiste, die Werkbänke. Alles mit dem Camp errichtet. Sie brauchen hier draußen eine Basis. Und genau die bekommen Sie mit dem Computerassistenzsystem für mobile Produktion. Benötigt werden nur noch Ressourcen, Planung und ein bisschen Muskelkraft. Wenn Sie Ihr Camp verlegen, kommt alles mit, was Sie gebaut haben. Sodass Sie es an Ihrem neuen Standort wieder aufstellen können.
Machen Sie davon Gebrauch, wenn Sie in unbekanntem Gelände unterwegs sind. Ich habe mein Camp dagelassen. Sie können es also benutzen. Ich weiß, dass ich meinen eigenen Rat, es mitzunehmen, nicht befolge. Aber nachdem ich Appalachia gesehen habe, muss ich dafür sorgen, dass jeder Bewohner von Vault 76 sichere Ausgangsbedingungen hat. Ich komme auch so klar. Wenn es sie noch gibt, liegt die Stadt Flatwoods die Straße runter. Treffen Sie mich dort. Hier spricht die Aufseherin. Ende der Aufnahme. Alles klar. Stelle ein Rüstungsteil auf. Stelle eine Waffe her. Okay. Denn jetzt eigentlich für eine Waffe da? Eine Pistole, okay. Okay, wir haben ein Brustteil, okay. Wir haben ein Brustteil, also werden wir mal... herstellen, so. Also wir müssen die 308er und die 44er behalten. Okay. Hier ist eine Kiste. Böse. Sieht so aus. Okay, der war böse.
Oha. Thank you.
Flatwoods. Wird nicht einfach, wenn man die finanzielle Lage hier betrachtet. Ich sollte Sie einfach an unsere chinesischen Freunde erinnern. Dann würde ich innerhalb von 2 Wochen im Flieger zurück nach Ipswich sitzen. Da wird es wohl Bankdrücken heute. Schon wieder. Der hat Sorgen, würde ich sagen. Zwecken etwas über mein Leben seit dem Fall der Bomben zu erzählen. Für die Kinder, die noch geboren werden. Eine gute Sache. Eigentlich wollte ich mein Alter damit verbringen, fernzusehen und auf meine Enkel aufzupassen. Aber es kam ganz anders. Ich bin so froh, dass sie es alle rechtzeitig in den Ward geschafft haben. Als ich davon geträumt habe, wusste ich, dass meine Gebete erhört wurden. Mein Ehemann Frank hat früher in den Minen gearbeitet. Kurz vor dem Krieg gab es ein Erdbeben. Er kam nicht mehr zurück. Ich weiß nicht genau, was mit ihm passiert ist oder warum er nie zurück nach Hause kam. Aber das ist schon in Ordnung. Seit dem Krieg lese ich nur noch in meinen alten Zeitungen und höre Musik. Zur Abwechslung ist es mal friedlich. Und das ist gut so. Habt ihr schon mal von der Atomlotterie der Watoga Times gehört? Der Gewinner erhält einen 10-Jahres-Vorrat am Bramco Mac and Cheese, Salisbury Steak und natürlich Nuka-Cola. 20 Jahre lang habe ich bei dieser Lotterie mitgespielt und im Monat vor dem Krieg habe ich sie endlich gewonnen. Der Gewinn hat zwar nur 8 Jahre gehalten, aber es gibt ja niemanden mehr, bei dem man sich beschweren könnte. Als die Vorräte alle waren, hörte ich über das Radio den Aufruf der Responder. Also machte ich mich auf die Suche nach ihnen. Sie waren eine große Hilfe. Also, ich gehe jetzt nach Hause. Zumindest für eine Weile. Wie schalte ich das aus? Verfluchtes Gerät. Der Knopf ist es nicht. Der auch nicht. Ah, der hier.
als ich noch ein Kind war. Mein Vater ist im Krieg gestorben. Alles ganz normal, also. Ich schätze, meine Geschichte ist nicht besonders spannend. Odessa hat mich gefunden, als ich 13 war oder so. Sie brachte mich zu den Respondern, die mir alles beigebracht haben. Und so wurde ich ein Freiwilliger. Seit 5 Jahren bin ich nun selbst ein Respondern. Ich helfe Kindern, die ihre Familie verlieren. Bring sie in Sicherheit, bilde sie aus und bin wie ein großer Bruder für sie. Aber wir finden jedes Jahr immer weniger neue Leute. Da draußen steht es nicht zum Besten. Selbst Nahrung und Wasser zu finden, fällt immer schwerer. Die Bruderschaft, ja. Wir dachten, dass es mit ihnen anders laufen würde. Wir dachten, dass alles anders laufen würde. Wie dem auch sei, in 10 Jahren bittet mich Dasa vielleicht wieder, eine dieser Geschichten von Überlebenden aufzunehmen. Bis dann. Peace, Appalachia. Naja, toll. Ich spiele keine Stunde und bin jetzt schon überladen. Läuft schon wieder bei mir, würde ich sagen. Oh, Ghule. Oh, gut.
So, meine lieben Freunde der gepflegten Unterhaltung, das war eine Folge von mir in Fallout 76. Ich denke, dass ich heute gegen 14, 15 Uhr noch eine Stunde streamen werde. Ich hoffe, wir sehen uns zu der Zeit und ich wünsche euch sonst noch für den Rest des Tages alles Gute. Euer Carlo IP. Ciao, ciao.